Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles. Ein neuer Part, ein neues Glück, eine neue, ein neuer Spaß. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock drauf und ich gucke mir das gerade sehr gerne an. Läuft alles soweit wunderbar und die Musik im Hintergrund ist einfach ein Traum. Kann man einfach so unterschreiben, wie es ist. Kann ich den irgendwie entfernen? Okay. Mike Moves 2 auch erstmal ausblenden. Passt. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Gut. Sieg. Such das Wasser des Lebens. Geht natürlich weiter. Ich hoffe allmählich mit der Lautstärke. Sollte es jetzt einigermaßen in Ordnung sein. Ich hatte einiges an Problemen. Von daher bitte ich das ein bisschen zu entschuldigen. Natürlich Steckplatz A wählen, Memory Card und Community, Entschuldigung. Weiter geht's. Wunderbar. Natürlich aufbrechen. Wir haben jetzt den Part 1 mit dem Sascha gemacht, den Part 2 mit der Hino. Die Sakura-chan war am Part 3 dran. Das bedeutet, jetzt ist der Christopher Hensel dran. Der kleine Kampfgnom sozusagen, aber passt. Die Einstellungen sind gemacht, da kann ich eigentlich hier drauf zugreifen. So, wir müssen jetzt den Goblinwall machen. Wir müssen da sowieso rein. Warum rein? Weil wir ein neues Element brauchen, um weiterzukommen. The threat of monsters weighs upon the mind of every traveler. Brave Liltis purged the roads of danger long ago. But monsters still lurk about, biding their time in the nooks and crannies of the world. Goblin Wall is one such place. As they say, wherever there is light, there is shadow. I wonder if we will ever be rid of their menace. Der Goblinwall. Ja, und damit zum neuen Dungeon. Hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieser Dungeon ist der Grund, warum ich mir den Grabber geholt habe. Was hat der Christopher denn? 36 Stärke, 35, 38 Abwehr, 12 Magie, 6, 4 Erinnerung. Der kleine Gnom nimmt den mal. Jetzt kloppen wir uns hier dran, weil mit Besiegen dieses Gegners, da hat die ROM und der Emulator immer abgestunken. Na komm schon, Kleiner. Der läuft gut. So, ich muss jetzt meine Kommandoliste wieder benutzen, beziehungsweise wie gewohnt einstellen. So, Vita habe ich. Das ist ja so ein kleiner Kampf. Oh, Fledermäuse. Der hält einiges aus. 5 Schläge, aber mit der dicken Keule ist auch der nix. Schluggi, easy. Ja, die Vorbereitungen haben sich einfach super gehalten. Diese Teile hier, die kriegen wir auf, indem wir die Köpfe oben drauf irgendwie kaputt hauen. Beziehungsweise nicht wirklich kaputt hauen, aber bearbeiten das. Die dienen sozusagen als Schalter. Hier können wir das Element in Feuer umwandeln. Das brauchen wir, um weiterzukommen. Aber für mehr ist dieser Raum hier noch nicht gut. Wie gesagt, im Laufe der vergehenden Jahre im Sinne von hier im Spiel, ändern sich auch diese Dungeons. Und von daher werden wir das jetzt, glaube ich, noch nicht so brauchen. Man nimmt natürlich beim ersten Besuch von so einem Dungeon mit, was geht. Ich werde die Final Fantasy Parts ein bisschen länger machen.
Und weil ich auch im Discord so ein bisschen gefragt wurde, wie ist es denn mal mit der einen oder anderen Premiere mal wieder? Vielleicht, da ja, wie gesagt, parallel dazu jetzt Kingdoms of Amalur läuft und wie heißt Head in Time, habe ich mir so gedacht, ja, Final Fantasy kommen so selten. Da kann man das vielleicht wirklich so eine Regelmäßigkeit machen, dass man die Parts länger macht und dafür sagt, okay, dafür gibt es dann wirklich, keine Ahnung, mitten in der Woche, am Wochenende oder, nee, Wochenende ja nicht, aber wie heißt's, na, was wollte ich sagen, unter der Woche vielleicht mal eine Premiere zu Final Fantasy Crystal Chronicles, vielleicht schaffe ich das auch ein bisschen so zu regulieren, dass man sagen kann, okay, es kommt regelmäßig, dass man sich die Zeit danach stellen kann. Wäre natürlich ganz, ganz cool. Da ist, glaube ich, so ein Mock-Ding. So eine Mock-Höhle, meine ich. Ich mache aber erstmal hier alles frei. Oh, der Große gibt wieder ein schönes Artefakt. Na komm schon, ah, das schaffst du super. Ich muss mich entschuldigen, ein bisschen. Im Stream gab es ein paar Probleme. Und auch in meinen Mario Parts. Das lag daran, dass ich in OBS mal die Funktion der Rauschunterdrückung getestet habe. Und dann überhaupt nicht abgecheckt habe, dass das mir doch einiges kaputt macht. Und deswegen habe ich diesbezüglich auch viel mir heißt, klang ich extrem leise. Das war nicht so gewollt. Auf keinen Fall. Habe ich leider nicht mitbekommen, weil ich irgendwo, aus irgendeinem Grund, frag mich bitte nicht warum, ich habe aus irgendeinem Grund nicht mehr angefangen, meine Videodateien zu checken. Und ja, da ich hier eine Spur aufnehme und nicht getrennt, konnte ich diesbezüglich auch nichts nachvertonen oder so. Das war dann halt natürlich sehr, sehr doof gelaufen. So, darüber komme ich jetzt. Das ist okay. Die habe ich auch aufgemacht. Wunderbar. Eine Frage. Wieso kann ich hier durchlaufen, wenn ich hier rüberkomme? Nee, ich frage einfach nicht. So, der kleine Christopher ist ganz gut oder ganz fix auf den Beinen. Oder komme ich hier wieder zurück? Nee, Quatsch. Ich laufe jetzt gerade ein bisschen im Kreis. Liegt aber auch daran, ich habe diese Dungeon schon relativ lange nicht mehr gespielt. Wie gesagt, Spiel meiner Kindheit. War jetzt wieder eine große, also nicht wenig Arbeit, den ganzen Kram jetzt wieder richtig zu machen. Aber jetzt ist er wieder richtig. Also von daher passt das. So, ja, jetzt kannst du den Kelch wieder nehmen, dann nimm ihn auch. Nein! So, Erd-Emblem. Ich weiß nicht, ob ich die Dungeons alle großartig abfarmen soll oder ob ich jetzt so Stück für Stück einfach mal weitermachen soll. Und ob ich eventuell einfach sagen soll, okay, ich mache das hier einfach durch. Gibt hier noch was? Nö, hier kommt man nur raus. Okay. Da waren wir doch schon. Sag mal, bin ich denn doof? Keine Antwort, bitte. Ich möchte keine Antwort haben. Ich muss in eins von diesen Dingern hier rein. Hier nicht. Hier war nur eine Truhe. Und dann muss es hier rechts weitergehen. Auf der linken Seite war ich. Ah, genau. So, wir treffen ja beide. Wir haben ja genug Herzen jetzt aktuell. Das ist schon mal ganz gut. Von daher, der Christopher, der schafft das schon. Grüße gehen raus. So, jetzt muss ich eigentlich nochmal zu... Das ist echt nervig. Diesen Goblinwall haben sie echt beschissen gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil du halt ständig hin und her rennen musst. Geht's hier weiter? Oder geht's hier zum Kupo-Haus? Hier geht's weiter. Ich will aber die Truhe noch holen.
Der heult jetzt eh wieder gleich rum. Nee, ich will nicht mehr nehmen. Weil es ein kleiner Lümmellurch ist. Ah, wir haben den kleinen Bommel doch lieb. Der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die, heißen die Furbies? Ich weiß nicht. Das ist ein uralter Horrorfilm gewesen. Diese kleinen Knuddelmonster, die nicht nass werden dürfen. Das habe ich schon mal erzählt, ich weiß. Ich sag's trotzdem nochmal. Die nicht nass werden dürfen und uns reproduzieren. Oh, Mithridplatte war sehr gut. Aber ich glaube, die Platte kann ich nur verkaufen, weil Platten waren, soweit ich weiß, Schilder für Klabbert. Also es wäre was für einen Sascha. Kämpferwaffe? Ja, habe ich glaube ich schon. Mithridplatte? Ja, Klabbert, genau. Das wäre was für einen Sascha gewesen. Ja, muss ich mit den anderen Charakteren den Kram nochmal abarbeiten. Auf jeden Fall, die Furbies hießen die, glaube ich. Die waren irgendwie so süße kleine Gnome. Die waren ganz goldig. Durften nicht nass werden, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Weil sie sich sonst unvermehrt wiederholen. Und, jetzt kommt das große Und, die durften nachts, glaube ich, nichts mehr essen. Entweder war es nach Mitternacht oder nachts. Dann wurden die nämlich zu richtig hässlichen Gremlins. Ich glaube, Gremlins hießen die. Auf jeden Fall wurden diese Furbies oder so richtig, dann so richtig hässlichen. Hießen die Furbies oder hießen die Gremlins? Oder war Gremlin die Form, die man. Wie heißt's, die man Dingsbums hatte? What? Wie komme ich denn da hoch? Ich habe mich jetzt wieder verfranst. Oder muss ich hier. Nee. Och. Also, wenn du den. Diesen Dungeon, den werde ich ganz, ganz selten abfarmen. Nur wenn ich wirklich, 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 wirklich muss. Ich glaube, das habe ich gesagt, ne? Weil der ist. Ist schon verstrickt. Oh, falscher Knopf gedrückt. Nimm ihn. Ich muss ja X drücken. Mit Y lässt er das Ding ja los. Mit Y öffne ich ja diese Kommandozeile, das Inventar. So, hier rein. Obwohl ich hätte auch außen lang gehen können. Nee. Verdammt. Och Mann, ich weiß es doch gerade selbst nicht. Oder muss ich hier unten irgendwo lang? Ich hinterfrage es einfach nicht. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Nee, warte mal, das war wieder der Anfang. Oder, ja, das ist wieder der Anfang. Warte mal, konnte ich da rechts hoch? Ich bin gerade noch so ein bisschen am Testen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Von daher passt das schon. Nee, kann ich nicht. Okay, das hatte ich eben schon geguckt. Och, steht unter einem schlechten Stern heute. Muss da nochmal was trinken. Ich habe jetzt auch. Ja, 13 Minuten, das geht noch. Aber trotzdem, so lange sollte man einen Dungeon normalerweise nicht abfarmen. Hier war nur eine Truhe drin. Okay, der heult gleich wieder rum. Nee, du läufst im Kreis. Pipapo, jetzt will ich das Ding nicht mehr nehmen. Irgendwo hat sich da jetzt eine Tür geöffnet. Da müssen wir rein. So. Da hat sich gar nichts geöffnet. Hier kommen wir nicht hoch. Okay, das bedeutet, wir müssen hier weiter. Ja, ich weiß, ich darf diesen Kreis nicht verlassen. Jetzt bin ich schutzlos ausgeliefert. Hohoho. Ich könnte mich ja theoretisch doch durch mogeln, weil ich habe ja den Zauber Vita. Ist halt nur die Frage, wenn der Damage kriegt, würde das den Vita-Zauber ver... weißt du was, das probiere ich mal. Muss mal gucken. Bin jetzt hier. Nee, ich könnte theoretisch überleben.
Ich könnte theoretisch überleben und bräuchte den Kelch nicht, dafür brauche ich aber permanent Vita. Ich weiß allerdings nicht, ob sich das proportional verhält, ob man auf Dauer einfach viel mehr Damage bekommt. Keine Ahnung. So, gehen wir mal lieber auf den guten alten Angriff. Der Christopher, der steht nicht so auf Zauberei. Der nimmt lieber seine fette Keule. So, wieder Mieterzauber. Gehe ich jetzt links oder rechts zuerst lang? Das ist wieder so die Qual der Wahl. Oh, bei dem muss man aufpassen. Weil wenn du die nämlich berührst, machen die Aua. Die paralysieren so einen so ein bisschen. Deswegen immer schön, wenn schon mit der Spezialattacke drauf. Die sind echt eklig. Zum Glück explodieren die nicht so extrem. Es gibt ja auch welche, die dann explodieren, wie diese Feuergeister, mit der Diebe mit der Sakura geklatscht haben. Aber das geht so. So, was haben wir hier drin? Goldbrille. Wir haben einiges an Artefakte. So, jetzt gehe ich erstmal hier hoch auf die linke Seite. Dann machen wir das auf und das auf und das auf. Jetzt weiß ich wieder so einigermaßen, wo ich bin. Musst aufpassen, der macht so einen Stoppzauber, dann bist du langsam wie eine Schnecke. Einfach draufgehauen. Hier oben diese Teile, die öffnen sich, wie gesagt, später, wenn der Dungeon sich weiterentwickelt, sozusagen. Das bedeutet, wir kommen hier... Es ist eigentlich komisch, normalerweise müsste ich doch da dran kommen. Warum komme ich denn da nicht dran? Ich weiß, es öffnet sich alles später. Die Frage ist, warum nicht jetzt? Ich meine, die Truhen sind doch da. Es wäre doof, wenn sie mich teasen würden. Nee, da komme ich nicht runter. Diese Schritte, weißt du? Och, jetzt willst du den Kelch auch nicht mehr nehmen. Ich war doch schon auf dem richtigen Weg. So, 20 Gil, das hat sich ja jetzt nicht wirklich gelohnt. Warte mal, der Christopher ist doch eigentlich genauso wie die anderen relativ reich. 200, okay. Familie hat er jetzt auch noch nicht so viel. Klar, natürlich, weil ich jetzt jeden Dungeon mit einem anderen Charakter mache. Deswegen kriegen die alle noch keine personalisierten Briefe. Weiß nicht, ob das auf Dauer gut ist. Ich glaube nicht. Ich muss mich da nochmal reinlesen. Naja, zum Glück passt das. Also, wenn ich jetzt keinen Heal-Zauber hätte, dann wäre das extrem unfair. Ich gucke einfach mal, ob das was bringt. Aber eigentlich müsste das was bringen. Ich müsste da jetzt zurück. Und da müsste es jetzt weitergehen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zurück. So, komm her, Großer. Komm, Alstruf. Lecker Fleisch. Ja, das muss sein. Wunderbar. Noch ein bisschen Eisen. Das ist als Rohstoff ganz gut. Wunderbar. Wunderbar. Will ich jetzt runter? Ja, ich will eigentlich mal runter und gucken, ob ich dann noch irgendwelche Schatztruhen öffnen kann. Aber ich glaube, ich habe nur diesen Gang geöffnet. Die Frage, bleibt der Gang da jetzt auch oder nicht? Ah, ich weiß, wo wir sind. Hier kommen wir jetzt unten raus. Es wäre cool, wenn der Gang jetzt bleiben würde. So, der Boss wird natürlich ganz lustig. Da ist mir, wie gesagt, der Boss, da ist mir nämlich immer die ROM und der Emo abgeschmiert. Der Emo jetzt noch nicht mal unbedingt, aber die ROM halt. Das bedeutet, ich habe den Boss gemacht, war alles super, habe den Tau der Myrie gesammelt und immer wenn ich einen Brief bekommen habe, hat der Dingsbums, hat der, wie heißt's, hat das Ding einfach gestoppt. Einfach stopp, tschüss. So, ich nehme alles mit und kann das dann auch verkaufen später. Das Problem ist halt, dass ich diesbezüglich einfach... So, der ist schon mal hinüber, das ist super. So.
So, der zuerst. So, ist natürlich ein harter Kampf mit den Halunken hier. Der ist für die Sakura eher geeignet. So, jetzt heile ich mich mal. Was haben wir denn hier? Eisen. Hier unten die Truhe würde ich gerne... Die beiden nehme ich noch mit, bevor ich jetzt hier reingehe. Und da ist nämlich auch der Boss. Naja, auf jeden Fall habe ich den Boss halt gemacht im normalen Spielstand. Und dementsprechend war es dann ein bisschen doof, weil immer wenn der Boss gemacht wurde, ich den Brief bekommen habe, war einfach Stopp. Aus irgendeinem Grund einfach nichts mehr. Das war nicht ganz so geil, muss ich gestehen. Und deswegen, ja, habe ich halt nach einer Lösung gesucht, habe eine neue Version vom GameCube-Emulator gesucht, war nicht so, hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich nochmal eine neue ROM gesucht, hat auch nicht funktioniert. Das ist natürlich alles sehr, 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 sehr blöd gewesen. Und Eisenriemen, Mithril, Panzer. Warte mal, Panzer müsste doch eine Rüstung sein für alle, ne? Weil Mithril hätte ich schon gerne. Eisenrüstung habe ich. Okay, das bedeutet, Eisenkram kann verkauft werden. Kämpferwaffe ist, glaube ich, auch fertig. Müsste ich mir eigentlich mal notieren. Mithril-Platte. Klar, Klavatz kann aber auch verkauft werden, weil ich die Sachen nicht weitergeben kann. Mithril-Panzer zur Herstellung einer Rüstung. Jawohl. Folgendermaßen. Ja, ich sage jetzt ganz viel M. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Dungeon war dafür verantwortlich, dass die ROM einfach nicht mehr funktioniert hat, der Emulator nicht mehr funktioniert hat. Es hat nichts hinbekommen. Ich habe alles, was ich versucht habe und benutzen konnte, hat nicht hingehauen. Das bedeutet, ich musste eine andere Lösung finden. Und dann habe ich einfach die einfachste Lösung genommen, habe mir den Videograbber genommen. Und dafür streame ich das jetzt einfach original. Was heißt Stream? Nehme ich das halt original auf. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich dementsprechend so Sachen wie Smash Bros. Und so auch zwischendurch machen kann. Und ich nicht immer erst hoffen muss, okay, schafft die ROM das, schafft der PC das, macht der das mit. Das ist ja immer so ein bisschen meine Sache. Aufnahme und noch ein anderes, eine Konsole emulieren, ist natürlich ein bisschen doof. Aber dank dem Grabber muss ich mir diesbezüglich keine Gedanken machen und die Leistung meines Rechners kann ganz allein in die Darstellung und in die Aufnahme gehen. Er ist ein bisschen tricky, der Kerl. Man musste erst links und rechts irgendwelche hier so vier Lakaien besiegen. Ja, ja. Ich will die Myrethor haben. Du musst dich ja nicht unbedingt angreifen. Dann lassen die so Schlüssel fallen und die kannst du dann da eingeben. Und dann kannst du den Großen draufhauen. Wenn du Pech hast, haut der nochmal manchmal. Das sind natürlich hier diese Großen. Ja, das passt schon. Boah. Ja, die geben natürlich Aua. Wenn die dich treffen, war's das, ne? Also, ne? Nicht von wegen war es das, sondern die hauen dich so ein bisschen zurück. Aber das passt schon. Naja, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass der Grabber, wenn ich die Musik über den Grabber laufen lasse, dass der nicht ganz so perfekt ist. Dass da die Musik im Hintergrund so ein bisschen übersteuert. Aber das ist halt, wie gesagt, analog, ne? Da kann man jetzt auch nichts machen. Da muss man aufpassen, der Gift, der macht richtig große, ekelhafte Zauber. Die kleinen nerven halt extrem ab. Alter, so ein Zauberbattle mit der gegen die Sakura, das wird ein Spaß, ey. So ein richtiges Zauberduell, wer die besseren Zauber hat. Aber ich glaube, da robbt die Sakura echt ab, ey. Jetzt fängt er an, sich zu teleportieren. Das macht er manchmal. Aber der Hänsel ist relativ schnell und haut ordentlich rein. Perfekt. Easy. Na, ah, super. Ne, ich bin mit dem Videograbber viel, viel, viel zufriedener. Düt, düt.
Kann natürlich auch nur dran liegen, dass ich das gerade ein bisschen laut hab. Ich muss mir das später in der Aufnahme nochmal angucken. Aber erst, wenn wir soweit sind. Weil ich will ja jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, die Dinger würde ich gerne als Premiere rausbringen, weil, wie gesagt, nachgefragt wurde. Und gucken wir mal, wie es läuft. Und dementsprechend einfach mal weiterschauen. Wenn das Video jetzt fertig ist, höre ich mir das an. Und dann im nächsten Video werde ich dementsprechend, wenn ich kann, Maßnahmen ergreifen. Aber ich glaube, bei so alten Spielen ist das, glaube ich, mittlerweile scheißegal. Ins Tagebuch eingetragen. Super. Wunderbar. Der Christopher kriegt... Oh, Post, Kupo. Kupo. Ja, ist ja gut. Bitte sehr, Kupo. Ah, diese kleinen Knuffeldinger. Von Mimi, der kleinen Schwester von Christopher Hänsel, einen Brief erhalten. Super. Was schreibt die denn? Na, Brüderchen, wie ist es da draußen? Hast du genug zu essen? Ich weiß ja, dass du immer deinen Tagträumen nachhängst. Deswegen habe ich dir was mitgeschickt. Wunderwasser. Oh, super. Wir können ja sagen, nerv mich nicht. Oder wir sagen, oh, dankeschön. Nee, kein Gegenstand beifügen. Ja, doch, komm. Tagträum, Wunderwasser. Hier, komm, kriegst ein paar Trauben. Supi. So. Na, siehste, Christopher, da hast du auch Brief von deiner kleinen Schwester bekommen. Wunderbar. Wird zugestellt, Kupo. Auf Wiedersehen, Kupo. Ja, super. Ich freue mich. So, was sind denn die Bonus? Keine Spezialattacken benutzen. Ja, ist vielleicht... Ja, die eine oder... Ja gut, eine haben wir benutzt. Ich bin aber einfach der Fan von draufhauen. Und da ich auch viel mit dem Vita-Zauber arbeite, passt das. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Nicht viel. Wie man merkt... Oh, Magie plus 3. Das wäre super für die Sakura. Das wäre in Ordnung. Stärke plus 1, Abwehr plus 1. Ja, wir nehmen Stärke. Ich würde den Christopher so ein bisschen auf Stärke und etwas auf Abwehr aufhauen. Den Sascha würde ich gerne so einen Mix machen, so einen Allrounder machen, so ein bisschen von jedem. Die Sakura kriegt vorwiegend erstmal Zauber. Und die Hino, die wird so ähnlich wie der Christopher geskillt werden. Hm, Feuer, okay. Die Karawane zieht weiter, der Christopher doscht, der Christopher doscht, der Christ, der hat doscht. Yay! So, wir müssen jetzt weiter. Wie gesagt, ich mache ein bisschen länger. Einen Dungeon würde ich noch machen. Dann haben wir die heutige Folge auch fertig. Wie gesagt, so 1-2 Dungeons, wenn es passt, sogar vielleicht 3, wären ganz gut. Aber so zu lange will ich die Folgen auch nicht machen. Auf der anderen Seite bin ich am Überlegen, ob ich überhaupt noch einen zweiten Dungeon machen soll, weil der erste einfach so lange gewesen ist. Und ich die anderen Dungeons vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Charakter so offscreen so vielleicht noch ein bisschen abfarme. Wie gesagt, nach 3 Dungeons ist der Kelch voll. 1/3 ist er voll. Das hat super gepasst. Oder wir gucken einfach noch... Ich kann zumindest die nächste Ebene nochmal angucken und mal den, wie heißt's, die Stadt besuchen. So, weil die Dungeons haben wir jetzt schon alle abgegrast. Die haben wir bei den letzten Parts abgegrast, Part 1 und 2 und 3, das ist ja schon Part 4. Wasser, okay, da muss ich in den Pilzwald. An den Wegeskreuzungen. Auf der Hauptstraße passiert nicht ganz so viel meistens. Meistens eher so an diesen Kreuzungen. Da passiert irgendwas. So. Ich glaube aber auch, die Dungeons ab sofort werden auch alle etwas länger. Weil die auch etwas größer werden. So, den müssen wir Strom machen wir noch. Dann gucken wir noch die Stadt an. Ich würde sagen, dann beenden wir den Part. Machen wir es nicht ganz so lang. Premiere hin oder her. Es muss ja nicht immer eine Stunde sein. Warte mal. Hey, Stillskin. Tag auch. Wie geht es dir? Ich habe etwas nachgedacht.
Dass den Monstern das Misma nichts ausmacht, hast du bestimmt schon auf deiner Reise bemerkt. Und auch uns Mogris macht das Misma nichts aus. Ob wir auch Monster sind? Naja, ob... Definiere Monster. Du kannst dich artikulieren, du bist einigermaßen gesellschaftsfähig und du greifst nicht hirnlos an. Ich glaube schon. Naja, um das herauszufinden, habe ich mich auf Reisen begeben. Ich glaube, dass du schon ein Monster bist, aber musst ja nicht ewig ein Monster muss ja nicht unbedingt böse bedeuten. Aber mittlerweile ist es mir irgendwie egal, was wir sind. Ich genieße doch lieber das Reisen. Das ist eine super Einstellung. Das lobe ich mir, Bursch. So. Ich finde es ja ganz goldig, dass der Christopher, weil er halt so kleine Ärmchen hat, den Kelch nicht trägt, sondern hier mit dem Kopf balanciert, aber eine fette Lanze in der Hand hat. Das ist schon ganz lustig. Ja? Das musst du zugeben. Ist schon nett. Zur Weltkarte. Welches Gebiet werden wir jetzt sehen? Ich darf zwischendurch nicht vergessen zu speichern, weil wenn ich jetzt auf den Knopf von der GameCube drücke, ist nicht gespeichert. Das ist bei den alten Spielen nun mal so. Und ja. Oh, das wird cool. Die beiden Dungeons, die machen wir auch. Ich glaube, rechts den Dungeon mache ich mit der Sakura, links den Dungeon mache ich mit dem Sascha oder andersrum, ich weiß es noch nicht. Rechts dieser Dungeon... Der ist ganz lustig, aber da gehe ich einfach auf das andere Spiel zu. Was haben wir denn hier? Das da unten ist so eine ganz komische Welle. Das ist irgendwie total eklig. Erdmisma, okay. Das ist schon echt lustig, was da jetzt so ein bisschen auf uns zukommt. Alphitaria, das ist die Stadt der Christophers sozusagen. Hier von den Liliths. Da fühlt der Busch sich echt zu Hause. Ist auch eine große Stadt, ist sehr militärisch gehalten, ist eine Burg mittendrin, etc. etc. Hab ich heute eigentlich schon gegessen? Weiß ich nicht. Früher wie heute ist Alphitaria der Mittelpunkt des Geschehens. Okay, das ist eine sehr, sehr große Stadt. Hier gibt es auch ein bisschen was zu entdecken. Das machen wir jetzt einfach noch fertig. Und ja, nimm das! Das und das. Ja, die Kleinen hier sind schon fleißig am Trainieren. Ja, da gab es nicht sowas wie YouTube oder PC oder so. Da hat man einfach eine Lanze genommen und da haben die Eltern nicht so gleich rumgeholt. Oh, Vorsicht, Kleiner, ein Messer. Etwas, du könntest dich verletzen. Nee, da hat man gesagt, hier hast du ein Messer, geh verantwortungsvoll mit um. Wenn du dich schneidest und holst, gibt es hinter die Löffel. Und... Ja, zwischendurch hat man sich mal geschnitten, aber muss ganz ehrlich sagen, man hat sich ein, zweimal geschnitten, danach nie wieder. Von daher, ja, so war meine Kindheit. Aber dafür wusste man auch, okay, ich konnte mit dem Messer umgehen. Und es war ein Werkzeug, keine Waffe. Mein Mann bringt nicht gerade viel Geld nach Hause. Dabei macht Geld sehr wohl glücklich. Aha. Also hier, das sind so die Mägde, die sind jetzt hier am Rumtratschen. Marktplatzgerede. Meinem Mann gehört die Herberge dort, aber er ist der geborene Versager. Und ich fühle mich gegenüber unseren Vorfahren schuldig. Aha. Mein Mann ist... Wer ist eigentlich mein Mann? Aha, okay. Wissen wir Bescheid. Was haben wir denn hier? Sei willkommen. Ihr braucht sicherlich Proviant und ähnliches. Lilith, der ein Gemischtwarenhändler ist? Ah, das ist ein Warenverkäufer. Okay. Ich würde gerne ein paar Phönixfedern verkaufen. 1, 2, 3, 4. 4 behalte ich mal. Das reicht eigentlich. Bronze brauche ich, glaube ich, nicht. Bei Eisen bin ich mir nicht sicher, aber einmal behalte ich den. Ansonsten, so viel Kram braucht der Christopher jetzt auch nicht. Fleisch behalte ich natürlich, Fisch auch. Wasser kann weg. Das Wunderwasser von unserer Schwester behalte ich einfach aus Solidaritätsgründen. Die Plattewaffe Cleverhatz, die kann weg. Den behalte ich mal. Die Kämpferwaffe, die kann, glaube ich, weg. Eisenriemen ist was für die, ist was für Hinos. Wunderbar. Jetzt würde ich gerne mal zu einem Schmied gehen, bevor ich mir jetzt... Ja, komm, ich quatsch mit den Leuten einfach nochmal. Gibt es hier noch jemanden? Nee. Man kann auch hier runter, aber hier gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel. Willkommen, meine Kunden bevorzugen Diskretion, darum suche ich mir eine ruhige Ecke. Ich glaube, du bist eher so ein zweilichtiger Verkäufer. Boah, 5000, das hätte ich natürlich gerne, aber...
Jo, Fäustling ist was für die Sakura. Ich will jetzt mal zum Schmied gehen. Zu einem Waffenschmied wäre geil. Dann könnte ich nämlich mal gucken, was die Kämpferwaffe bringt. Und dann könnte ich... Was? Prüfen? Prüfen? Da ist doch was. Aha, wir haben Bronzesplitter gefunden. Nicht schlecht. Hier ist sonst nichts. Okay. Ja, diese Perspektive ist grausam. Aber hier kommen wir auch nicht durch. Zutritt hat nur, wer sich ordnungsgemäß ausweisen kann. Ausnahmen gibt es nicht. Gut, ich habe keine Ahnung, was für ein... Wir haben noch irgendwann... Irgendein Charakter hat Chellas Pass. Ist die Frage, ist das der Pass, den wir brauchen? Ist eine schöne Stadt hier. Muss man einfach sagen. Was haben wir denn hier? Mutti, hilf Vater aus. Schade, dass sie so wenig Zeit für uns haben. Oh, ich vermisse Papi. Was haben wir denn hier? Geschichte lebt, denn aus ihr kann man Lehren für die Zukunft ziehen. Alles klar. Welche Entscheidung? Welch Erniedrigung? Ich untersuche den, unterstehe dem direkten Befehl der Prinzessin oder des Königs. Warum muss ich in der Gegend herumlaufen und patrouillieren? Ja, weil es deine Aufgabe ist, du Affe. So, sonst komme ich hier nirgends hin. Der macht seine Aufgabe. Da ist niemand gefeit von. So, kennen wir uns? Was kennen wir uns? Ich muss den Laden hüten, aber viel lieber würde ich mit meinen Kindern spielen. Alles klar, warum verkaufst du denn nichts? Ich glaube, wir kommen da nicht rein. Ich bin im Nichts, bitte nicht ansprechen. Alles klar. Kommen wir hier rein? Nee, kommen wir nicht. Ich würde trotzdem... Hier muss doch ein Schmied geben. Kann doch nicht sein, dass... Da, das sieht doch schon gut aus. Mann des Schmiedes. Hä, was ist? Was soll ich hier schmieden? Kämpferwaffe ist die Sonic-Lanze. Okay. Dann weiß ich, Mithril-Panzer frisst einmal Mithril. Die Kämpferwaffe ist also die, die wir schon haben. Dann kann ich die auch verkaufen. Was haben wir hier? Aber sobald man sie damit konfrontiert, fangen sie an, konservativ zu argumentieren. Von wegen, die Rasse der Lilith sei den anderen überlegen. Aha. Also da scheint es auch politisch ein bisschen Stress zu geben. Hier dürfen nur Bewohner durch. Ich bin auch ein Lilith. Lass mich rein, du Arsch. Hier gibt es so ein Mokri-Haus. Die Mokris wohnen an ganz merkwürdigen Orten. Einfach sind sie nicht zu finden. Sie sind nicht einfach zu finden, hätte ich geschrieben. Aber na gut. So, wie gesagt, ich gebe mir jetzt keine große Mühe. Was ich noch weiß, weiß ich. Was ich nicht weiß, ist halt blöd gelaufen. Dann ist das halt so. Guten Tag, ich will einen Stempel-Coupon. Dann gibt es jetzt einen weiteren Stempel-Coupon. Ah, super. Unsere Stempelkarte füllt sich. So, der Kleine will zurechtgemacht werden. Klar, machen wir das. Erstmal waschen. So. Wundervoll, Coupon. Ja, super. So, machen wir den Kleinen mal fertig. Dann gucken wir mal, wie viel Zeit habe ich. Ja, 37 Minuten, das ist eigentlich ganz gut für den Dingsbums. Warte mal. So. Rücken noch waschen. Nein. Hallo. Andersrum. So. Alles klar. Dann ist die Farbe. Die Farbe ist von selbst schon fast weg. Machen wir den mal grün. Hä? Dann haben wir mal eine andere Farbe. Nicht schlecht, Kupo. Super. So, so ein bisschen. Hä? Nein. Na ja, komm, ist egal. Wenn du schon mal da liegst, kann man dich auch hier färben. Nicht schlecht, Kupo. Ja, komm. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen langweilig, aber das gehört dazu. Ist nun mal ein Gameplay-Element. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Guck mal, der freut sich. Ist doch schön. Guck mal, dafür, dass er uns die ganze Zeit den Kelch hält, würde ich sagen, passt. So, den Übergang noch. Soll dir nicht aussehen, das setzt den Reißverschluss an. Und jetzt noch hier hinten. Den Bürzel. Ah ne, hast du ja gar nicht. Du bist ja kein Pinguin. Pinguin aus Madagaskar.
So. Das muss schicken. So, jetzt haben wir den grünen Klostein. Wir nennen ihn Yoshi. So, dann haben wir das auch, wie gesagt, bei den Kupo-Häusern. Ich werde mir jetzt keine Guide reinziehen, um alle wirklich zu 100% zu finden. Ich werde einfach mal gucken, was ich so habe. Die Familie, der Familie sollte man öfters mal was schicken. Es lohnt sich. Haben wir ja gemacht. Was hast du? Wenn ich alt bin, möchte ich lieber in einer ruhigen Gegend wohnen. Das wollen irgendwie alle Städter. Schon gehört, die Karawane aus Mal soll überfallen worden sein. Oh. Das ist nicht gut. Was haben wir denn hier? Schon seit Generationen führt meine Familie diese Herberge. Aber in letzter Zeit will niemand mehr hier übernachten. Gut. Ich will nochmal zu einem Händler. Geh mal zu dem und verkauf mal die Kämpferwaffe. Was wir nicht brauchen, brauchen wir nicht. Fertig. Ich glaube, den Bronzesplitter können wir auch verkaufen. So. Oh, wir haben Tausende, aber Mithril kostet 5000. Das findet man auch ab sofort in den Dungeons. Deswegen. Bei den nächsten Parts würde ich dann sagen, mach mal zwei Dungeons und dann kann ich offscreen die Dungeons so ein bisschen abfarmen oder zumindest einen. Und dann kann ich die ein bisschen ausrüsten. Ne? Pff, links oder rechts? Ja komm, Zufall hat entschieden. Ich habe jetzt gerade einfach nur ganz kurz den GameCube-Joystick berührt. Tida! Ist auch ganz cool. So, jetzt will ich erstmal hier speichern. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Und cheerio. Macht's gut. Ciao. So, und herzlich willkommen zum Endscreen von Final Fantasy Crystal Chronicles. Ich bin natürlich immer noch vollkommen dabei. Und ja, hab natürlich Schluss. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil der Endscreen nur eine Minute geht ungefähr. Und ja, beim letzten Mal haben wir, wie gesagt, mit dem Christopher Hensel haben wir jetzt den Dungeon abgearbeitet, den Goblinwall und Alphitaria besucht, haben uns einen kleinen Plan gemacht. Und beim nächsten Mal geht es auch weiter mit dem Klavat, mit dem Sascha. Und wir werden Tila unter die Lupe nehmen. Ich freue mich riesig drauf und ich hoffe, dass ihr euch auch freut. Und dementsprechend bleibe ich einfach dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy Crystal Chronicles.